Hallo und willkommen zu einem neuen Team Fortress 2 Gameplay Commentary. Ich spiele hier auf Pale Barnplatz mit den Demo Knight, einer meiner momentanen Lieblingsklassen, weil ich mit dem ein bisschen trainiere und auch gar nicht mal so scheiße bin. Also ich habe hier den Lochenlaut und den festlichen Islander und dieses Wagenrad, mit dem man sehr schön Kurven machen kann. Auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr schönes Gameplay, hab sehr viel Köpfchen gesammelt, hat sehr viel Spaß gemacht. Das eigentliche Thema dieses heutigen Videos ist nämlich ein neuer Spielmodus, den ich mir überlegt habe und den ich wahrscheinlich umsetzen werde. Ja, ich habe schon sehr viele Game Modes gemacht, wie zum Beispiel das TF2 Heavy Volleyball oder was auch immer das war, das weiß ich selbst nicht mehr. Spycraft, das werden wir wahrscheinlich bestimmt mal wieder machen. Und dieses Tower Defense, dieses Castle Besiege, das habe ich aber leider abgebrochen, weil meine Map-Künste noch nicht so hoch sind, beziehungsweise weil mir einfach die Zeit und der Lust gefehlt hat. Am Anfang hat es sehr Spaß gemacht, bla bla bla, aber jetzt leider nicht mehr. Und ja, da habe ich mir was Neues überlegt, und zwar Hunger Games. Jo, Hunger Games. Ich glaube, das kennt jeder von euch, zum Beispiel von die Tribute von Panem. Und das gibt es auch in Minecraft. Und das ist ja eigentlich ganz witzig. Habe ich gern mal gespielt, war nie wirklich gut darin, aber habe ich mir überlegt, wie wäre das Ganze in Team Fortress 2? Wie könnte man das Ganze umsetzen? Und genau das ist heute das Thema, denn ich habe vor, so ein Spielmodi zu machen. Das wird ehrlich gesagt nicht ganz einfach sein, denn vor allem die Mapper von Team Fortress wissen Bescheid, da ist nicht so viel möglich, aber es ist möglich. Natürlich eingeschränkt sozusagen. Fangen wir erstmal langsam an, wie ich mir das Ganze vorstelle. Den Tribute von Panem als Beispiel jetzt hat, denn das kann man glaube ich als Bestes vom Beispiel hernehmen, kommen alle Tribute nach draußen in so einen Kreis und laufen dann gegenseitig aufeinander zu oder hauen ab. Das ist ja ganz unterschiedlich. Manche sind sehr angriffswillig. Es gibt keinen Respawn, also man ist dann tot. Ich würde dann sagen, man kann dann noch zuschauen, wenn man möchte. Aber das ist natürlich auch nur optional. Man hat am Anfang keine Waffen, außer die Melee-Waffe. Da muss ich auch noch irgendwas da machen, wie zum Beispiel, dass wirklich nur eine Klasse gewählt werden darf oder nur solche Klassen, wo es keinen Vorteil gibt. Als Demoman zum Beispiel hast du als Melee einen sehr großen Vorteil. Ja, und man kann Waffen aufheben. Da kommen wir gleich zum nächsten. Wie kann man das in Team Fortress machen? In Counter-Strike wäre das kein Problem. Man hebt Waffen auf, also im Mapping vor allem, wäre das möglich, Waffen auf den Boden zu legen und die dann aufhebbar sind. Ja, in Team Fortress ist das leider nicht der Fall. Es gibt nämlich zu viele Waffen, die sind alle so gescriptet, dass man sie nur finden kann und auswählen kann. Sonst könnte man ja sich das irgendwie erschummeln. Aber da gibt es ein Plugin beim Source Mod, also hier auf meinem Server. Da kann man Leuten Waffen geben. Das können natürlich leider nur die Admins. Und das ist ein kleines Problem, aber ich habe jetzt halt so viel rumprobiert mit dem Hammer-Editor, mit Schinken, mit Backfisch, dass ich eine Lösung gefunden habe. Und die zeige ich euch gleich mal in einem kleinen Clip. So, ich habe hier nämlich eine kleine Testmap erstellt und da seht ihr schon einen Liberty Launcher. Ich habe alle Waffen in der Hand und wenn ich jetzt zu den Liberty Launcher gleich hinlaufe, das seht ihr, jetzt habe ich ihn in der Hand. Natürlich total verbuggt, weil man ein Scout spielt. Das kann man leider nicht ändern, aber ich habe die Waffe. Und dann habe ich hier noch so ein grünen Ding hier erstellt und wenn man da reinläuft, verliert man alle Waffen. Also wirklich alle, bis auf die Melee-Waffe. Das habe ich so eingestellt, das fand ich super so. Und als nächstes, also hier, die Waffe ist auch für immer weg und das ist ja ganz cool. Und hier ist dann so ein Aufzug, wenn man da reinläuft, dann fährt der nach oben. Das wird dann ungefähr so ablaufen, ihr fahrt alle nach oben, dann seid ihr oben, dann kommt Timer und dann könnt ihr loslaufen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, wäre eigentlich auch eine ganz coole Idee. Natürlich wird das Jahre dauern, okay, keine Jahre, es wird Tage dauern, bis ich die Map fertig habe, bis ihr sie dann endlich testen könnt. Denn da spielt noch was anderes eine Rolle, und zwar, dass der Server hält meistens nicht so viel aus. Vor allem, was solche Waffen aufheben und die ganzen Dinger da bedeutet. Also ihr wisst schon, was ich meine hier. Bei diesem Castle Defense ist er sehr viel explodiert und ich möchte halt auch solche kleinen Elemente damit einbauen, dass man irgendwas zerstören kann, dass man irgendetwas machen kann. Das ist ja sonst ein bisschen zu langweilig. Also man soll schon etwas tun können. Und ja, da bitte ich euch einfach mal jetzt in die Kommentare zu schreiben, wie ihr diese Idee findet, ob ihr das überhaupt
gut findet. Wenn nicht, dann lasse ich das jetzt einfach. Also ich war nur eine Idee. Und bevor ich mir derzeit richtig viel Mühe gebe, so eine Map zu erstellen und den Spielmodus zu erstellen, möchte ich dann doch lieber erst Kritik hören, bevor ich das umsetze. Nachher mache ich es echt noch umsonst. Und das wäre ja halt echt traurig. Also Leute, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und dann erzähle ich auch mal ein bisschen weiter, wie ich mir noch mehr vorgestellt habe. Das Gameplay dauert noch nämlich ein bisschen. Ich habe ein paar Köpfe hier gesammelt. Sind schon 12 Köpfe. Am Ende habe ich ein bisschen verkackt. War aber ein ganz witziges Gameplay. Also ich spiele wieder Team Fortress, keine Angst. Ich spiele immer Team Fortress. Ich werde wahrscheinlich auch nie damit aufhören. Ich werde wahrscheinlich immer so schlecht bleiben, aber ich werde weiterspielen. Also, genau, die Hunger Games. Also, haben wir erstmal so vorgestellt, dass es da verschiedene Map-Arten gibt. Zum Beispiel am Anfang habe ich mir vorgestellt, eine große Wiese, wie bei die Tribute von Panem 1. Und dass man dann da auch in den Wald laufen kann. Aber statt nur Wald habe ich mir gedacht, dass ich da auch so kleine Steppe mache, so ein bisschen Canyon-mäßig alles gestalte. Also wirklich eine offene Spielwelt und auch nicht mit unendlich viel Waffen. Also es sollen nicht 10.000 Waffen rumliegen, wo dann jemand Grenade Launcher aufhebt und dann zum nächsten Waffe springt, die nächste aufhebt. Also ich würde die richtig gut verstecken, die Waffen, sodass keiner einen Vorteil hat. Ja, überlege ich mir auch noch, ob ich überhaupt den Scout mit reinnehme, ob man ihn nehmen darf. Ist, glaube ich, ein bisschen unfair am Anfang, dass der Scout vorrennt, sich eine Waffe schnappt in der Mitte und dann abhaut. Das wäre natürlich möglich und ein bisschen unfair. Genau, das, was ich gerade gesagt habe, und zwar bei Tribute von Panem. Ich hoffe, ihr habt alle den Film geschaut. Wenn nicht, guckt ihn euch mal an. Der erste Teil ist echt gut. Den zweiten habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Und den dritten habe ich noch gar nicht gesehen. Der dritte ist noch nicht mal ganz draußen. Da gibt es ja zwei Teile. Genau wie bei Harry Potter. Auf jeden Fall. Genau am Anfang kommen ja alle Tribute, also alle Leute nach oben. Und laufen dann aufeinander zu oder hauen ab, um sich zu verstecken. Und genau in der Mitte von diesem Kreis gibt es Waffen. Ich weiß nicht, wie viele ich Waffen hintun werde. Ich glaube so 3, 4 oder so. Und ja, dann können dann Leute sich die Waffen schnappen und sich bekämpfen. Oder sie hauen ab und verstecken sich, wie schon gesagt. Ich glaube, ich wiederhole mich 10.000 Mal. Was soll's? Auf jeden Fall, ich glaube, ihr könnt euch was drunter vorstellen, wie das Ganze ablaufen wird. Und möchte wirklich eure Kritik hören, wie das sein könnte. Ob das wirklich gut sein könnte, ob das scheiße wird. Ich glaube, ein Versuch ist es wert. Und ich hänge mich jetzt schon mal ein bisschen an die Map ran. Versuche ein bisschen was zu gestalten. Die Spawnräume. Die Aufzüge am Anfang, wisst ihr, was ich meine. Und ja, dann war es eigentlich eh schon fast mit dem Gameplay. Hier werde ich jetzt leider zum ersten Mal getötet. Die Runde haben wir dann noch gewonnen. Ihr habt ja gesehen, ich habe eigentlich fast alles gemacht und die anderen haben rumgegammelt. Aber war ein witziges Spiel, Leute. Schreibt Kommentare und man sieht sich beim nächsten Commentary oder Waffenfun.